Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Ja, und ich weiß nicht, entweder bin ich ein Wichser und ihr musstet einen Tag warten, oder aber das ist halt, ich mache immer Doppelfolgen, dass ihr direkt weitergucken könnt. So, ich muss nur sagen, heute ist irgendwie ein komischer Tag. Ja, also wir haben Happy Kadaver. Dementsprechend habe ich frei. Wetter ist super. Ich habe heute schon einen halben Tag in der Sonne gelegen. So, was haben wir hier? Willkommen bei Dermalink. Sicherheitsalarm. Alpha. Überbrückung des Alarms. Aus. Zusammenfassung der Verkaufsberichte. Zusammenfassung der Forschungsberichte. Systeme. Sagen wir mal, abgeschlossen. Okay. Gott sei Dank hat das funktioniert. Gehen wir Ja, runter zu. warte mal, ich will da noch lesen. Zusammenfassung der Verkaufsberichte. Mentats-Verkäufe um 24% in Schulbezirken gesteigert. Aha, Fixer-Verkäufe um 12% in gesäten Zonen gesteigert. Fixer? Ich kenne Fixer-Besteck, aber Fixer? Oder ist das hier so eine Droge, eine neue? Neue Produktprognose, Prevent-Verkäufe plus 250%. Plus 330. Was ist Prevent? Testsubjekte aus Experiment 9823 berichten über Haarausfall. Aha. Gegenmittel aus Experiment 4786 verursacht Zysten bei erwachsenen Testsubjekten. Testsubjekte aus Experiment 2312 berichten von Erektionen, die länger als 4 Stunden anhalten. Oh je. Ja, da kannst du Flatrate buchen. Kosten für die Beschaffung der Testsubjekte ist um 6. Ja, klar. Bei den Nebenwirkungen. Also, was haben wir denn hier? Warnung aus der Zentrale vor nuklearen Aktivitäten. Firmen interne Kommunikationsverbindung hergestellt. Noteindämmung aktiviert, außer Kraftsetzung. Wichtigste Evakuierungsvorgänge aktiviert. Untergeschoss. Dort sollte Also, Mattek das Heilmittel aufbewahren. ja, dann gucken wir mal. Ziemlich großer Schuppen hier. Das Drogengeschäft hat sich wohl wirklich gelohnt. Kommst du mit? Jo. Ja, wie gesagt, heute ist irgendwie ist komischer Tag. Rücken ist noch nicht so ganz Wieso nimmst du pralle. eigentlich den ganzen Schrott mit? Laber mich nicht voll. Schrott. Weiß halt nicht, was gut ist. Rücken ist noch nicht ganz fit, aber schon besser. Dafür habe ich heute Kopfschmerzen. Könnte an dem krassen Wetterumschwung liegen. Ja, denn heute haben wir echt mal ein bisschen Hochsommer. Und kann natürlich daran liegen, dass ich halt, wie gesagt, schon den ganzen Tag in der Sonne gelegen habe. Von daher trinke ich jetzt nebenher keinen Kaffee, sondern Kopfschmerztablette. Eine andere Sache ist die, bei Skyrim kam das ja öfter mal vor, dass ich hier so ein ja, ich hab eine Folge hochgeladen, dann kriege ich hier Urheberrechtsbeschwerde. Aber ich kann nicht herausfinden, warum, wieso und weshalb. Und bei Skyrim wusste ich es halt nicht. Kam immer gehäuft dann vor, wenn ich irgendwelche Haustouren gemacht habe, ne, wo ich dann schon die Idee hatte, eventuell ist der Song, den der Barde da im Haus trällert, urheberrechtsgeschützt. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, was da Urheberrechtsverletzung
Alarm auslösen sollte. Ja, so. Und bei Fallout bin ich bis jetzt davon komplett verschont geblieben. Bis heute Folge 124. Die hat wieder so einen Urheberrechtsscheiß. So, und da habe ich gedacht, okay, Google spinnt ja manchmal ein bisschen, ne, und hier mit der neuen Verordnung. Und ich habe es schon mal geschafft. Ich habe irgendeinen Scheiß, da war die Folge, die war gesperrt, die konntet ihr nicht sehen. Ne? Habe ich die Folge einfach wieder gelöscht, nochmal hochgeladen, war alles gut. Ne? Habe ich jetzt wieder versucht, ne? Weil ich dachte, ist vielleicht da nur irgend so ein bescheuerter Algorithmus. Tja, ist sich nicht. Hab's jetzt zum zweiten Mal hochgeladen und gleich wieder hier Urheberrechtsbeschwerde. Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht kann. Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Vielleicht kann mir irgendeiner von euch erklären, wer ist hier? Wo? Und wenn ja, wie viele? Was an der Folge so urheberrechts gefährdend sein soll. Ich kann es mir nicht erklären. Ist aber auch egal. Nervt mich nur. Ich habe ja keine Monetarisierung drauf. Von daher. Ist das Latte. Ach, guck mal an. Geh mal weg. Das dauert nicht lang. Bam. Mach dich vom Acker. Komm, du kriegst da einfach einen auf die Brust. Platsch. Oh, du ein ganz eingewitzter. Hat ja trotzdem nicht geholfen. So, einer müsste noch sein, ne? Hast du ihn? Haben wir uns hier erledigt. Voll in die Backe. Ja, und dann hab ich. Ich gucke ja kein Trash-TV. Und nach meiner Definition von Trash-TV gucke ich dann überhaupt gar kein TV. Also RTL ist für mich raus. Gucke ich überhaupt nicht. Noch weniger gucke ich RTL 2, nachdem ich einmal vor Wut fast meinen Fernseher eingetreten habe. So, aber wie gesagt, ne, nachdem ich in der Sonne gelegen habe und so eine leichte Headache bekommen habe, habe ich da mal so ein bisschen hier YouTube durchwühlt und da ist mir jemand aufgefallen, Alicia Joe. Ganz sympathische Mädel. Und die hat dann da, weiß ich auch nicht, das war irgend so ein Video hier vom Bachelor, ne? Und ich frage mich ja immer, ne, was sind das für Leute, die einen Bachelor gucken? Ne? So, und die hat dann, vor allem, das war ja so plakativ beschrieben hier von wegen das Ekelfinale. Ne? Und dann war da wieder so ein Lackaffe, ne? Der sich da so quer durch die Kandidaten durchgevögelt hat. Und wie gesagt, also die Alicia, die macht an für sich auf mich einen ganz intelligenten Eindruck, ne? Und dann stellt die wirklich allen Ernstes mehr als einmal die Frage, ne? Dass dem Typen das doch klar sein muss, dass das ein Assi-Move ist. Die, also manchmal
frage ich mich wirklich, weil sie, die Mädels da drin, ne, die taten mir schon so ein bisschen leid, ne, weil entweder sind das begnadete Schauspielerinnen oder die sind wirklich so bescheuert, weil Musik kann man einfach nicht anders nennen, ist einfach bescheuert. Also wer sich bei RTL bei so einer Show bewirbt und glaubt, dass er da irgendwie einen Partner fürs Leben findet, der ist genauso bescheuert wie ja, bei Tinder den Partner fürs Leben zu finden. Das ist aber beknackt. Ne? Tinder ist eine Ficken-App. Das ist jedes Mal. Oh, boah. Ne? Deswegen, ich bin schon gar nicht mehr bei Tinder, weil. Entweder hast du da die kompletten vollverstrahlten Weiber, ne, die wirklich ja einen Dachschaden haben, ne, oder du hast so komplett verzweifelte, ne. Weißt du, da hast du gerade ein Match, fängst gerade an, drei Sätze mit der zu quatschen, da möchte die am liebsten von dir schon hier so ein Treueschwur, ne. Oder du hast die Bekloppten, ne, die so eine, wo du das Gefühl hast, die haken so eine Checklist ab. Ne? Hast du das, hast du das, hast du das, weißt du, und du kriegst so im Kopf so mit, die hakt jetzt alles so ab, weißt du, die hat eine Checkliste vor sich liegen und ja, wie das heute nun mal so ist. Zwing mich nicht, diesen Müll hier zu durchwühlen. Du musst natürlich 10 von 10 Treffern haben, ne? Natürlich nur in dem Fall, wenn die nur 10 Punkte auf ihrer Liste hat. Manchmal denken wir auch, ne, was die sich da einbilden. Weißt du, so nach dem Motto, Mutter mit 4 Kindern von 5 Vätern und stellt noch Ansprüche. So, grundsätzlich habe ich ja nichts gegen eine Beziehung. Überhaupt nicht. Ne? Komm schon, lass es einfach sein. Allerdings ist eine Beziehung oder das Potenzial zu einer Beziehung kann ich doch nicht in den ersten 3 Sätzen festlegen. Ne? Entweder passt oder passt nicht. Nur wenn jemand von mir erwartet, dass ich nach 3 Sätzen eine Aussage treffe, ja, dann ist meine Aussage klar. Also voll Verzweifelte brauche ich nicht. Ja? Da ist schon. Also ich habe nicht viel auf meiner Checklist drauf. Ja? Verrückt. Verrückte Frauen sind immer gut. Ja? Gar kein Problem. Aber verzweifelt? Ne. Ja? So, und diese Alicia Joe. Ja. Die tut wirklich so, als wenn, also wenn sich ein Typ bei der Bachelor bewirbt, ne? Was will der wohl? Will der sich auf Kosten von RTL? Finde den Feind. Durch die Kandidatinnen durchvögeln oder sucht er die große Liebe? Ne? Zumal ja solche Charaktere auch so ein ja einen gewissen Schlag angehören. Ne? Also für mich wäre das absolut gar nichts. Ne? Verschwinden? Im Ernst jetzt? Da drüben! Auf sie! Du legst dich mit dem Besten an! Was schreist du mich denn so an, ne? In meinen jungen Jahren, ne, da habe ich, glaube ich, mal in der Disse, ich weiß nicht, den ersten oder zweiten Bachelor, haben wir den in der Disco getroffen, ne, weil das ist ja dann so, dass die Tätigkeit, die so ein Z-Promi dann mal irgendwann ausübt, ne. Das ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen. irgendwelche Acts in Diskotheken zu übernehmen.
Und ich musste so pfeifen, weil dann ist mein Kollege darüber gegangen, gibt dem Typ die Hand, ne, und sagt dann trocken zu ihm: Ich wollte schon immer mal der lächerlichsten Person im deutschen Fernsehen die Hand geben. Und das ist auch so, ohne Scheiß. Also wer beim Bachelor mitmacht oder hier bei so, die kann man doch nicht. Die Leute sind doch, die sind doch durch. Ne? So. Und auch Dschungelcamp, ne? Ich kann Leute verstehen, die so eine gewisse voyeuristische Ader haben oder die gerne Leute leiden sehen wollen. Also hier so kleine Sadisten. Die kann ich verstehen, die sich Dschungelcamp angucken. Ne? Du guckst doch nicht Dschungelcamp, weil du wissen willst, wer da ja, der König des Dschungels für schon alleine ist. Schwachsinn. Die Leute gucken nicht, weil sie einen sadistischen Hang haben. Also das ist der einzige Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass sich Leute so einen Dreck überhaupt angucken. Ja. Und genauso ist das beim Bachelor. Ich krieg's nicht auf die Reihe. So, und dann höre ich dieser Alicia zu, die ich ja eigentlich für eine ganz intelligente Frau halte. Und die macht auf mich den Eindruck, als wenn die den Typen für voll nimmt. Na? Aber ich ich war einerseits war ich so angeekelt, ne, weil die natürlich da Ausschnitte aus dieser Trash-TV was ist das? Show, ne? Show zeigt. Ne? Einerseits komplett angewidert bin ich. Auf der anderen Seite war es dann erträglich, weil sie es dann so ein bisschen mit Sarkasmus gewürzt hat. Das wär's. Aber zwischendurch dann immer so dieses ja, dieses für mich Unverständliche, dass sie wirklich glaubt, dass der Typ das auch nur eine Sekunde lang ernst meint. Ne? Ist mir ein Rätsel. Ist mir ein Rätsel. Ne? Grundsätzlich, ne, halte ich den Menschen für komplett überschätzt. Ne? Also von wegen, dass wir uns selber hier als die Krone der Schöpfung bezeichnen, ist für mich, ja, nur ein Zeichen dafür, wie unreif wir sind. Ne? Ich meine, die Dinosaurier, die haben über 100 Millionen Jahre auf der Erde geherrscht und wir haben jetzt mal knapp, also lass es hochkommen, 200.000 Jahre auf dem Buckel. Ne? Erdgeschichtlich sind wir Fürze. Und wir sind dabei, uns selbst zu vernichten. Also als ziemlich erfolgreich kann ich unsere Spezies dann nicht wirklich betrachten. Na? So, zumal es Sendungen gibt wie Der Bachelor oder Love Island oder wie der Bauer sucht Frau. Schwieger. Und wie heißt das da, wo die Frauentausch? Ne? Sowas. Ne, könnt ihr euch vorstellen, hier kommt ein Alien vorbei, empfängt hier unsere Radiosignale und sieht so eine Scheiße, die drehen nur sofort wieder um. Die sagen, auf der Erde, intelligentes Leben, Fehlanzeige, kannst du knicken. Ne? So, von daher halte ich uns Menschen eher für, ja, arrogante Tiere. Ne? Nicht mehr und nicht weniger. Und wie Tiere funktionieren wir eben auch, ja, in gewissen Parametern. Ne? Kann man doch kein Mensch erzählen, dass er sich so eine Drecksshow wie die Dschungelcamp anguckt, weil ihn das intellektuell stimuliert. Ne? Da guckt man aus solchen niederen Bedürfnissen, weil man gerne sieht, wie andere Menschen leiden. Das ist der einzig nachvollziehbare Grund für mich. Ne? So. Und genauso hat der Mann eben seinen biologischen Imperativ, dass er eben seinen Samen so weit wie möglich verbreiten möchte. So. Und wenn dann RTL ankommt und so ein kleinen Vollassi das Angebot macht, hör mal, du kannst hier, weiß ich nicht, wie lange geht die Show? 3 Wochen einen auf dicke Hose machen und kannst dich quer durch das Kandidatinnen Angebot durchvögeln,
Ja, da weiß ich doch, welche Motivation der hat, an so einer Sendung teilzunehmen. Ich weiß es nicht, aber ich würde behaupten, dass heute kein Bachelorpaar mehr ein Paar ist, oder? Ne? Ja, und selbst ich wurde dann getriggert, weil ja, sie hat dann die Ausschnitte gezeigt und obwohl ich angewidert war, ich war wirklich, ich war angewidert bis zum Ge Schön. geht nicht mehr, ne? Wollte ich dann wissen, ob die beiden noch nach der Show dann eben ja, ein Paar waren. Ne? Und hat mir dann auch von Alicia Joe, ne, da die, weiß ich nicht, die machen da so eine Nachbesprechung oder was, ne? Ich brech Da dir jeden Knochen einzeln. Sagt sie vorher, ne, wer sich die ganze Show nochmal angucken will, der klickt hier auf den Link. Ich dachte mir ganz ehrlich, ich so, scheiß Diva, ich bin froh, dass du das für mich hier so mundgerecht zusammenhackst. Mehr ertrag ich einfach nicht, ne? Geschweige denn, dass ich mir die Denk ganze dahinter. Show hier reinziehe, ne? So. Und dann kommt raus, müsst ihr euch vorstellen, ne? Der Typ, der hat so eine Scheiße vom Stapel gelassen, von wegen, so wie für dich Pfeffer und Salz zum Leben Das dazugehören, ist doch ein Witz. so bist du mein Pfeffer und Salz. Und ich dachte mir, ich so leck mich an den Arsch. Ey, wie kann man so eine Scheiße labern, ohne dabei, ja, in Lachen auszubrechen? Geschweige denn, wenn ich mir vorstelle, ich wäre die Frau und da wird so ein Affe mir so eine gequirlte Scheiße. Ich würde dem eine klatschen, anstatt die letzte Rose zu nehmen. Jetzt mal vollkommen im Ernst. Aber dann sitzen da die Mädels, weißt du, und sind ja keine, sind vielleicht ein bisschen doof, ne, auch naiv, ne, aber sind ja hübsche und ja, weiß ich nicht, ob die lieb sind. Ich habe mir die Show ja nicht angeguckt. Weiß nicht, was die für Charakter haben, ne? So. Nur, die wirken wirklich alle gebrochen, ne? Weil die werden ja dann auch von RTL wieder in dieser Nachbesprechung dann nochmal vorgeführt, weißt du, dann müssen sie sich da hinsetzen und du siehst, wie sie wirklich ihre Emotionen versuchen, irgendwo noch bei sich zu behalten und ständig dann diese Ausschnitte, ne, aus dieser Drecksshow, die ihnen dann nochmal vor Augen geführt werden, ne? Ach, also absolutes Mitleid. Obwohl ich nicht, irgendwo ist jeder selber, also wer an so einer Show teilnimmt, der ist auch irgendwo selber schuld, wirklich. Na? Aber wenn du doof bist und ein bisschen naiv bist, dann kannst du nichts dafür. Na? Also das geht noch. Na? So, und so wie die da abgeheult haben, kann ich mir sogar vorstellen, dass die das wirklich ernst nehmen. Nur da frage ich mich wirklich, was ist mit den Mädels los, wirklich? Na? Sind die wirklich so benagelt, dass die das. Weißt du, das ist genau das Gleiche, als wenn du mir als einer erwachsenen Frau erzählst, ja, der Weihnachts. Und die ist total geschockt, weil der Weihnachtsmann gar nicht existiert. Meine Fresse. Na, deswegen Tinder. Ja, und wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, ich saß auf dem Klo und war am Kacken. Na. Weißt du, schon alleine dieser Umstand, ne, dass ich da auf dem Klo sitzen kann und ja, ne? Meine Therapeutin hat mir mal erklärt, dass Achtsamkeit bedeutet, wenn du vor der Tür stehst und wartest, dann stehst du vor der Tür und wartest. Ne? Wenn du vor der Tür stehst und wartest und nebenher eben noch auf Tinder irgendwelche Dinger hin und her swipest, dann bist du nicht achtsam. Ja, also wenn du auf dem Klo sitzt, am Kacken bist und dann die Zeit nutzt, um nicht achtsam zu sein und auf Tinder hin und her swipest, ne? Also. Ganz im Ernst. Deswegen, jeder, der mir sagt, ich suche auf Tinder die große Liebe, den kann ich einfach nicht für voll nehmen. Das sind einfach verstrahlte Wesen. Nur da ist wieder so, wo ich dann komplett geschockt bin, ne?
Weil, wie gesagt, hier diese Alicia, die hat wirklich einen intelligenten Eindruck auf mich gemacht. So, aber anstatt. Ach so, hier muss ich kein Rätsel erfüllen. Gut. Dann machen wir einfach auf. Verknoll jetzt meine Zeit. Komm raus da. Ey, Junge. Wie kann man so fucking schnell sein? Vor allem als so graupigen. Bestätigten Abschuss. Kleiner Streuner, guck mal, da fliegt die Patrone. Nee, und da war ich dann wieder so ein bisschen, war ich geschockt, ne? Weil ich mir dachte, das hat anscheinend wirklich nichts mit Intelligenz zu tun, sondern. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Millionen von Frauen. Grauenhaft. Ich glaube, wir sind seit langer Zeit die Ersten hier unten. Je eher Meinst wir du? das Heilmittel finden, desto schneller sind wir hier wieder weg. Na. Hör doch mal auf hier. Alles cool. Ich vergesse schon, mein Handy auf lautlos zu stellen. Dann quatsche ich euch voll mit der Alicia Joe und dem Bachelor. Weil mich das schon wieder komplett wieder aus der Bahn kippt. Ich mir denke, wie geht denn sowas? Wie kann man. Ne? Viel Spaß mit dem Zeug. Keine Ahnung, was es macht. Weil ich teilweise eben leider zugeben muss, Zeitverschwendung. dass ich nicht nur von solchen Shows angewidert bin, ich bin dann teilweise eben auch von solchen Menschen, die sowas gucken, angewidert. Naja. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich eventuell da ein bisschen unfair bin. Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Nein. Mal ganz ehrlich, Menschen, die das Dschungelcamp gucken, weil sie voyeuristisch sind oder sadistisch sind und gerne Menschen beim Leiden zugucken, ne? Mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ne? Finde ich ja in Ordnung. Wo zur Hölle So. sind Sie? Nur. Und das Gleiche würde auch dafür gelten, wenn jemand den Bachelor guckt, weil er gerne zusieht, wie junge, naive Mädels Ich schick dich in die Hölle. von RTL, ja, gedemütigt werden. Ne? Da wird dasselbe für mich gelten. Da würde ich sagen, mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. Also, und dann gucke ich so eine Alicia Joe, die ich so aus den ein, zwei Videos, die ich da gesehen habe, für eine recht intelligente und auch reflektierte junge Frau halte. Und bei ihr muss ich dann in Teilen feststellen, dass sie wirklich glaubt, irgendeiner von diesen Bitchlern hätte auch nur ansatzweise ja, lautere Absichten. Ne? Auch da würde ich sagen, jeder Typ, der sich da anmeldet, weil er glaubt, die große Liebe zu finden, der wird wahrscheinlich sowieso von RTL aussortiert werden, weil er nicht ins Konzept passt. Ne? Von daher, RTL sucht ja das Arschloch, was sich quer durch die Kandidatin durchvögelt. Ne? Also selbst wenn du. Junge. Komm, hör doch auf. Ich bin extra rausgekommen. Jetzt machst du sowas.
kleiner Wichser, du. Verwende es automatisch alles, ist immer ein Simmel, wenn du getroffen wirst. Ne? Warum lese ich den Scheiß nicht mehr? Hast du jetzt? Hast du nicht? Kalle, wofür brauche ich dich eigentlich? Bam! Weg mit dir! Das ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen! Alter, du bist total verstrahlt. So, nur, das heißt für mich. Die Gründe sind doch vielfältiger. Das wird nicht lang dauern. Vor allem unterscheiden sich anscheinend die Motive von Männlein und Weiblein. Alter, Junge! Weißt du, mal ohne Scheiß, McGreedy, ne? Wofür ich dich überhaupt brauche, ne? Das ist mir. War ich jetzt schon dran oder war ich nicht da dran? Weiß ich nicht mehr. Ja klar, war ich dran. Erspar mir die Mühe und gib einfach auf. Sonst wären die Viecher ja nicht hier. Ach, guck mal an, du hast einen erschossen. Ach, komm schon. Wo kommen die eigentlich alle? Ach so, die ganzen Luken sind jetzt offen. Ich brech dir jeden Knochen einzeln. Ja geil, ey. Guck mal her, Fräse. Junge, du hast Angst, ich weiß. Schon ist alles gut. Also nochmal, normalerweise ist meine Meinung die von Frauen höher als die von Männern. Ne? Weil, ja, Männer sind halt teilweise echt so strunzprimitiv. Ne? Ich habe halt oft Fremdscham für mein eigenes Geschlecht. Ne? Viele Männer sind so... Wo ich mir dann sag, so, muss das jetzt sein? Nein. Zum Beispiel Fußball. Check ich nicht. Also, und dann immer noch, immer diese Aussage, wir haben verloren. Denke ich mir immer, wir haben überhaupt Wenn gar nicht gespielt. Durchsuchen willst, nur zu. Ja? Zumal ich nicht verstehe, warum ich mir Brot und Spiele wie im alten Rom angucken sollte. Das ist mir einfach zu hoch. Jedenfalls fehlt mir dieses Fußballgehen. Absolut. Ohne Scheiß. Ich hab's zigmal probiert, Fußball zu gucken. Ich verstehe es nicht. Ich check's nicht. Überhaupt. Also ich mache gerne Sport. Deswegen, also kommt schon mal vor, dann bin ich 6-mal die Woche beim Sport. Ne? Kommt durchaus vor. Ich habe manchmal solche Anflüge von Selbstgeißelung. Ne? So, aber dann mache ich Sport. Weil ich eben Sport machen will. Nur Sport gucken. Ne? Ich bin Kampfsportler seit etlichen Jahren. Es kann mal passieren, dass ich mir einen Boxkampf angucke, ne? Aber ich bin da nicht so wild hinterher. Zumal ich, nachdem
Tyson oder wer auch immer geboxt hat. Nicht sage, wir haben gewonnen. Ne, sondern ich bleibe dann dabei, Tyson hat gewonnen oder Holyfield. Ne, so. Und daran merkt ihr schon, dass ich jetzt keinen aktuellen Boxer benennen kann, dass ich da nicht so wirklich hinterher bin. Das ist mir einfach vollkommen, das ist mir zu blöd. Ne, zumal ich viele Sportler für absolut überbezahlt halte. Und was für mich natürlich auch so ein, also wenn ich Checkliste mache, wenn ich eine Frau kennenlerne, die mir sagt, sie guckt Fußball, ist die raus. Ich kann damit nichts anfangen und ich will damit auch nichts anfangen können. Und wer Fußball guckt, der hat für mich einen Schaden. Ich meine, kann jeder gucken, was er will, kann jeder hier Bachelor gucken. Von mir aus, ne, oder auch Dschungelcamp ist dann auch nicht so, dass ich sage, ich verachte diese Menschen, cool. Sondern nee, dann schauen wir mal, was drin ist. Dann haben wir einfach nichts gemein. War ganz ehrlich. Was zum Geier ist hier passiert? Alles verwüstet. Ich habe auch gedacht, ganz ehrlich, ich habe gedacht, das wäre so ein einmaliges Ding, ne, dass hier Alicia sich ja satirisch mit eben dieser speziellen Bachelor-Folge auseinandersetzt. Ne? Nachdem ich sie dann abonniert habe. Und dann mal nachgeguckt hat, ey, die macht das ja permanent. Die ist ja permanent da über die Bachelors und hast du nicht gesehen am Diskutieren. Kann ich nicht, da bin ich raus. Ne? Also ich habe sie nicht deabonniert, ne? Nur die beiden Folgen habe ich mir reingezogen. Der Rest geht nicht, kann ich nicht. Ne? Weil mal im Ernst, ich habe noch nicht ein, beziehungsweise jetzt ist ja gut. Ich habe das eine Finale jetzt gesehen und die eine Nachbesprechung. Ne? So, aber ich fühle mich durchaus in der Lage, jetzt zu prophezeien, wie alle zukünftigen Bachelor-Folgen aussehen. Diesen ganzen Wissenschaftskram kriege ich einfach nicht in meinen Kopf. Und auch wahrscheinlich, wie die Alten alle ausgesehen haben, kann ich auch. Bemühe dich nicht, Junge. Das ist eigentlich ganz cool, aber braucht kein Mensch. Hä? Warte, was soll das schon sein? Das ist halt Schema F. Ja? RTL sucht so einen geleckten Typen raus, der so ein paar narzisstische Züge hat, sich für unheimlich toll hält und ja, der gerne mal öffentlich im Fernsehen ein bisschen rumhuren will. Besonders geil fand ich, ne? Der Typ, der labert so eine gequerte Kacke, ne? Wie von wegen, für dich ist Pfeffer und Salz ungemein wichtig, ne? Und du bist mein Pfeffer und Salz. Das erzählt er, literally, ne? Also, so eine Scheiße lässt er ab, ne? Weißt du, wo geistig gesunde Menschen kotzen möchten, wenn sie so eine Scheiße hören. Ne? Lässt er ab. Die Perle, natürlich gerührt bis zum geht nicht mehr. Ne? Keine Spur davon, dass sie irgendwie einen stumpfen Gegenstand sucht, mit dem sie in den Schädel einschlagen könnte. Ne? Was so
eigentlich eine gerechtfertigte Reaktion meiner Ansicht nach gewesen wäre. Ne, auf so eine Scheiße. Ne? So, eine Misshilfe. Ich krieg das kalte Kotzen, wenn ich diese Scheiße höre, krieg ich das kalte Kotzen. Ich hab noch nicht eine Folge gesehen, aber ich höre diese Scheiße, krieg ich das kalte Kotzen. Ne? So, und dann war ich natürlich neugierig, weil sie das so angekündigt hat. Ja, dann in der Nachbesprechung, dann sehen wir ja, wie lange die dann wirklich zusammen waren. Ey, die waren nicht irgendwie eine Woche oder was zusammen, sondern der hat diese gequirlte Kacke von sich gegeben. Dann haben die zusammen die Nacht nochmal verbracht, hat er wahrscheinlich nochmal einmal einen weggesteckt. Und am nächsten Tag sind die getrennte Wege gegangen. Die Perle natürlich komplett enttäuscht. Ja, es kam ja nie zu einer Beziehung, weißt du, so richtig vorwurfsvoll. Weißt du, dem Millionenpublikum auch wirklich mitteilen, dass der Typ wirklich ein, ja, wie gesagt, eigentlich dürfte man weder Mitleid noch sonst irgendwas haben. Das ist nun mal so. Hä? Was ist hier los? Ach so, der war tot. Der Gabi hat ihn weggescoped. Angenehm pimmelig sind die Leute aber hier. Lasergewehr. Vorsicht, 50% Champ mehr. Oh, das ist cool. Egal, ich habe die komische rechtmäßige Herrschaft wieder eingepackt. Weil ich eigentlich gucken wollte, ob ich die auch noch mal so ein bisschen hochtunen kann. Dann ging mir aber mein Stuff wieder aus und jetzt schleppe ich es nur mit mir rum. Vor allem habe ich meine 10 mm und dann ist das gut. Aber nochmal, um zurückzukommen, ne? Weißt du, ich wünsche mir manchmal, dass ich wirklich denke so, boah, du bist der absolute Zyniker, ne? Weißt du? Aber hier drin muss es doch etwas geben, was ein paar Kronkorken wert ist. Dann passiert wirklich sowas, ne? Zum einen kriege ich das kalte Kotzen, wenn ich den seinen ekelhaften... Seit wann sammelst du denn Antiquitäten? Schon immer. Na ja, weiß gar nicht, warum der da liegt, der auch. Haben wir schön rumgegammelt. Na. Weißt du, der lässt seinen ekelhaften Spruch ab und ich weiß sofort, guck mal hier, ja. Nochmal ein Chirurgenblatt. Lecker. So, ich weiß sofort, ist erstunken und erlogen. Ne? Und das auf so ekelhafte Art und Weise, dass ich halt das kalte Kotzen kriege. Ne? So, und dann wird quasi meine Annahme, wo ich mir wünsche, dass er einfach nur von einem Zyniker ist, wird direkt bestätigt, indem ich mir da die Nachbesprechung angucke und dann höre, dass die noch nicht mal 24 Stunden ein Paar gewesen sind. Keine 24 Stunden. Der hat sich wirklich nur durch die ganzen Kandidaten... Also, und dann sitzt er wirklich wieder... Oh, Prevent. Alles klar. Haben wir von gelesen. Ja, dann sitzt da wirklich diese eine Kandidatin, die tat mir wirklich leid. Aber auf der anderen Seite denke ich mir wieder, was denn du mit Huhn? Ne? Weißt du, die hat er wohl schon mal rausgewählt und dann fand er doch wieder doof, weil er sie wahrscheinlich noch nicht gehonkert hat. Ne? Und dann hat er sie wieder heimlich von hinten angerufen. Ne? Und dann hat er sie wieder mit in die... Irgendwie so, weil er... Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ne? Also so habe ich es mitbekommen. Ne? So, und die
war ja schon schön blöde, dass er überhaupt sich mit dem Typ wieder eingelassen hat. Ne? Und die tat dann ja auch noch so, als wenn das ein Gottesgeschenk war. Und die saß dann da in dieser Nebenbesprechung. Und die war wirklich, glaube ich, wirklich, also entweder die beste Schauspielerin ever oder die war wirklich verknallt. Und die muss sich das dann anhören, dass er im Finale rausgeflogen ist. Ne? Und die, die er dann gewählt hat, mit der war keine 24 Stunden überhaupt ein Paar. Ne? Und dann der Typ. Ja, ich habe dann mal, ne, mal gucken, können wir nicht nur, weißt du, sag doch gleich, du wolltest nur honkern. Weißt du, dann könnte ich wenigstens so einen Funken Respekt vor so einem Typen haben. Wirklich einen Funken Respekt, wenn er wenigstens ehrlich wäre und sagen würde, ja, hör mal, ganz im Ernst, welche von euch doofen Hühnern glaubt, dass sich einer hier beim Bachelor verlieben will? Wir wollen alle nur honkern. Ne? So, und wenn ihr schlau seid, dann wollt ihr eure 15 Minuten Ruhm haben und macht deswegen beim Bachelor dabei und habt auch mal Bock, ein bisschen durch die Fernsehlandschaft zu honkern und euch vor RTL und ein Millionenpublikum lächerlich zu machen. Ne? Aber ohne Witz, wer, die Frau, die da die große Liebe sucht, ne? Oder ja, dann eben auch solche Frauen wie Alicia, von der ich eigentlich eine hohe Meinung habe, aber die anscheinend auch so eine Sendung verfolgt, weil sie da irgendwelche ja, romantischen Love Stories sich erhofft. Das ist Schwachsinn. Hey, was geht's? Nimm das hier, McCready. Wir haben es geschafft. Wir haben Duncan gerade eine Überlebenschance verschafft. Ich weiß nicht, ob ich das je wieder gut machen kann. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ja. Ich weiß nicht. Du hast ja schon einiges anschreiben lassen. Das ist mir schon klar. Ich war schon immer besser darin zu nehmen, als zu geben. Vielleicht bekomme ich das eines Tages ja hin. Aber jetzt müssen wir noch das Heilmittel zu Daisy in Good Neighbor bringen. Sie hat Karawankontakte. Nur ihr traue ich es zu, das Mittel rechtzeitig zu Duncan zu bringen. Das ist der letzte Gefallen, um den ich dich bitten werde. Versprochen. Gehen wir. Auch noch. Ja, das schaffen wir aber nicht mehr heute. Ja, tut mir leid, Jungs und Mädels, dass ich euch hier... Aber das hat mich halt emotional, hat mich das absolut weggehauen gerade bei YouTube. Ne? Eine intelligente, junge Frau, die anscheinend den Schwachsinn bei dem Bachelor für voll nimmt. Ja? Und das ist eben auch der Grund, warum ich nicht mehr Tinder. Weil da eben, ja, entweder hast du die, wo du nicht drum würfeln möchtest, ne? Wo du denkst, wenn du da nur die Maulwurfsrattenkrankheit kriegst, ist das noch gut. Oder du hast die Verzweifelten, die gleich in den ersten zwei Sätzen von dir wollen, dass du hier ein Bekenntnis zur ewigen Liebe von dir gibst. Und das kann ich einfach nicht. Ich kann doch nicht so einen Scheiß von mir geben, so wie der Bachelor da in seiner Finalstaffel. Du bist für mich das Salz und Pfeffer. Mein Ernst. Nee, geht nicht. Nee. Dann bleibe ich mir lieber treu und sag... Steht nichts in Stein gemeißelt. Ne? Kann sich alles ergeben, aber wenn einer in mir von den ersten drei Sätzen hören will, hier denkst, dann muss ich einfach sagen, ne, dann bist du raus. Weil du gar nicht mit beiden Beinen überhaupt auf diesem Planeten wandelst. Ne? Du hast irgendwelche... Ach komm, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zusehen, bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede.